Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Anleitung von Verknüpft und Zugeknotet. Ich starte heute ein neues Projekt und zwar gibt es ein Halsband für eine neue Insta-Kooperation von mir und zwar Balus Insta. Ein wunderschöner schwarzer Schäferhund. Er bekommt von mir ein neues Halsband. Genau, wir haben uns als Knotenmuster Milo Spenno rausgesucht und das wird unsere Farbkombi. Wir wollen ihn ziemlich bunt haben, wir wollen ihn ziemlich frisch haben. Und da haben wir uns die Farben ausgesucht. Genau, also was brauchen wir denn alles für unser Halsband? Wir brauchen als erstes mal zwei Randfarben. Die benötigten Längen könnt ihr euch bei mir auf der Homepage www.verknüpftundzugeknotet.shop im Längenrechner ausrechnen lassen unter Muster und Anleitungen. Wenn ihr da Milo Spenno sucht, gebt ihr einfach euren Halsumfang ein. Dann wählt ihr den Typ Paracord, den Schluss, den Das Maß von eurem Verschluss. Beim Biotan-Adapter messt ihr quasi von hier nach hier im leicht gebogenen Zustand auf dem Loch, wo ihr dann quasi euren Halsumfang haben wollt. Also ich mache es meistens ab dem zweiten. Dieses Mal machen wir es ab dem ersten Loch. Und wir brauchen einen Halsumfang von 45 cm. Also messe ich dann dieses Stück her und gebe das bei Verschluss ein. Genau, dann benötigen wir sechs Innenfarben. Ihr könnt natürlich auch drei nehmen, dann müsst ihr einfach die Farbe doppelt so lang machen, wie es im Längenrechner steht. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Werkzeug. Wir brauchen ein Feuer, dann brauchen wir zweierlei Paracord-Nadeln, einmal eine spitze Maninadel, um unsere kurzen Stückchen, die bunten, zu verbinden. Macht ihr es nur mit drei Farben statt mit sechs, könnt ihr die weglassen. Und eine flache nehme ich jetzt hier flach gerade zum später zum Vernähen. Damit kommt man einfach leichter in den Knoten rein. Und natürlich wäre noch ein Maßband ganz sinnvoll, um eure Längen auszumessen. Dann empfehle ich euch noch entweder einen Chick oder ein Brett mit zwei Nägeln, auf dem ihr das dann einspannen könnt, wenn es dann ums Flechten geht. Genau, dann fangen wir einfach mal an, die kurzen Bändchen mit Mani zu verbinden. Jeder, der nicht weiß, wie es geht, lege ich euch hier oben eine kleine Infokarte rein für ein extra Video, wie das mit Mani zu verbinden geht. Ich mache das jetzt schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann habe ich jetzt meine Cords hier mit Mani verbunden. Ihr seht, ich habe es bunt durchgemischt. Wir wollen ein kunterbuntes Halsband haben. Und dann nehmen wir unseren Verschluss und unsere Randfarbe zur Hand. Ich möchte jetzt heute mit einem verstellbaren Adapter arbeiten, durch das Balu eben lange Haare hat und dann im Winter das Fell ein bisschen dichter wird, könnte das Halsband dann halt zu so eng werden. Dann hat man hier einfach noch die Möglichkeit, das zu verstellen. Genau. Wir machen Kosmetik 2.0 mit unserer Randfarbe auf den Verschluss. Eine Infokarte lege ich euch hier oben noch rein. Genau. Solltet ihr der Meinung sein, ihr habt einen wundersüßen Hund und ihr würdet auch gern eine Insta-Kooperation mit mir eingehen, dann bewerbt euch einfach bei mir auf eurem Insta-Account. Wichtig dabei ist eigentlich nur, dass ihr einen süßen Hund habt, wovon ich ausgehe. Und ja, die Fotos auch schön sind, also dass ihr gut Fotos machen könnt. Weil die wollen wir dann nehmen für Homepage, Insta-Werbung. Genau. Alles klar, dann mache ich den Verschluss jetzt, die Kosmetik auf den Verschluss und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann zeige ich euch, wie wir unsere Farben dann in den Verschluss integrieren. So, Dele, also ich habe jetzt Kosmetik 2.0 auf meinen Chick gemacht, auf meinen Verschluss gemacht. Und dann sieht das Ganze jetzt hier so aus. Das ist das Unterteil, das ist das Oberteil und so ist es dann drauf zu spannen. Hier sind die beiden Enden, mit denen wir knoten. Außerhalb von unseren Ankerknoten. Und jetzt zeige ich euch, wie wir unsere Farben integrieren. Ihr nehmt dafür erstmal die Randfarbe. Das ist die zweitlängste Farbe, die wir noch haben. Die dreht ihr in eure Nadel. Und dann geht ihr von hinten durch diese beiden Ankerknoten einfach durch. Und dann ziehen wir das Ganze in die Mitte, also so, dass die Schnalle in der Mitte von unserem Cord ist. So. Also ich nehme die beiden Enden und ziehe es einfach so, dass dann die Schnalle
in der Mitte vom blauen Quad sitzt. So. Oh Gott, meine Lampe. Und dann integrieren wir unsere Farbquads. Und zwar, wir drehen eines der beiden Quads oder eines der drei Quads wieder auf unsere Nadel. Und dann stechen wir hier ein im Rand, also in dem Bogen von unserem Ankerknoten, stechen wir ein, gehen nach hinten. Und hinten gehen wir dann hier wieder in unseren Ankerknoten rein, sodass wir in dem Bogen, ne, sodass wir hier in diesem Bogen, soll ich zeigen, jetzt, dass wir hier in diesem Bogen vom Ankerknoten wieder hochkommen. Und dann, na, das sollte möglichst nicht passieren, dass man sich das da noch nahe hält. Jetzt habe ich hier meine Randfarbe einfach mal mit eingebaut. Genau, und dann zieht ihr das einfach auch wieder so auf Mitte, dass das Stück, wo unsere Money-Verbindung ist, dieses hier, quasi hier hinten drin versteckt ist. Das heißt, hier einfach einmal durch, dass es durch den ersten Ankerknoten durchkommt. So, oder sollte das dann eigentlich möglichst sein. Genau. Das Ganze machen wir jetzt auch noch mit einer zweiten Farbe. Die dritte lassen wir uns dann übrig. Also auch hier wieder da rein. Jetzt habe ich es falsch schon gemacht. Also von oben nach unten. Und so von oben nach unten einmal rein und von unten nach oben wieder raus. Und auch hier wieder auf Money ziehen. Money ist da. Das ist der andere Money. Jetzt werden wir das Ganze noch auf unseren Jig spannen und die Moneys noch ein bisschen besser verstecken. Also ich hole jetzt schnell meinen Jig raus, spanne das drauf. Alle anderen nehmen ihr Brett mit den Nägeln, klopfen dann quasi einmal hier rein, spannen das Ganze und fixieren es unten nochmal, damit die Kosmetik wirklich auf Spannung ist. So, ich hole meinen Jig, wir sehen uns gleich. So, dann, also, ich habe das Ganze jetzt auf meinen Jig. Dann stellt ihr eure Knotstrecke ein. Das ist das, was der Längenrechner euch bei Knotstrecke ausspuckt, ist quasi das, was ihr genau auf eurem Jig einstellt. Das ist von hier oben bis hier unten, auf das ihr euer Maßband einstellen müsst. Genau. Und dann für alle, die eine Dornstegschnalle haben, da gibt es jetzt einen kleinen Trick, weil man echt so schlecht an die erste Reihe kommt. Ich klappe die einfach mal um. Mache den Jig wegen lockerer, klappe sie um. Das Ganze wieder auf Spannung. Und schon komme ich wunderbar an meine erste Reihe dran. So, wir nehmen jetzt unsere Farbquads. Die legen wir mal geschwind nach oben. So, hier können wir nochmal festziehen. So, und dann geht's los mit unserer Kosmetikfarbe. Wir machen jetzt einen Steg, ein Grundgerüst, auf dem wir dann quasi unseren Knoten aufbauen. Dafür nehmt ihr jetzt das rechte Cord, geht hier über den rechten Führungsstrang und unter den linken und zieht das einmal durch. Also einmal drüber, einmal drunter. Dann nehmen wir das linke Cord. Wir bleiben mit dem linken Cord unter dem Cord, das wir gerade rübergelegt haben, gehen dann nach oben, weg, über den ersten Führungsstrang, unter den zweiten Führungsstrang und ziehen das dann hier einmal durch. Durch diese Schlaufe, damit es nicht auf meiner Schnur stehen wird. So, und dann haben wir hier wie eine Art 8 und in der Mitte dann einen Steg, auf dem wir dann knoten können. Genau. Als nächstes ist der Rand dran. Den legen wir einmal komplett unter diese Konstruktion und gehen dann
in der Mitte nach oben und links dann nach außen durch die Schlaufe hier wieder nach hinten. Und das Ganze wird jetzt einmal durchgezogen. So. Auf der anderen Seite dasselbe, in die Mitte der Führung, unterhalb bleiben, in die Mitte der Führung, nach oben und durch die Schlaufe hier wieder nach hinten weg. Dann sieht das Ganze so aus. Jetzt integrieren wir unsere dritte bunte Farbe. Die nehmt ihr jetzt einfach und legt die hinter die beiden Führungskord. Und dann zieht ihr die so weit, dass der Money hier inmitten der Führung ist. Das legen wir jetzt nach oben. Dann nehmen wir die beiden mittleren hier. Ich mache das jetzt mal auseinander und lege die in die Mitte nach oben. Moment. Also wenn ihr die nach oben legt, macht die hier auseinander. Ich probiere euch das mal sauber hinzulegen, dass man es ordentlich erkennt. So, also in der Mitte auseinanderlegen und die dann hier mittig nach oben, dass das hier schön wegbleibt. Und dann nehmt ihr die beiden von außen so und legt die hier über den Steg, geht nach hinten, macht die auseinander und zieht die beiden Enden wieder nach vorne. So. Jetzt muss ich schauen, weil wenn wir das jetzt hier drehen, muss das hier wieder nach unten. So. Also die beiden werden jetzt wieder nach unten gezogen. Dann nehmen wir die anderen beiden oberen. Das blaue von rechts muss jetzt nach links gelegt werden. Und das lilane von links nach rechts, dass wir es das einmal hier so gekreuzt haben. Mal ein bisschen Ordnung reinkriegen. So, also die beiden haben wir wieder unten, die beiden sind schon verflochten, die beiden haben wir jetzt gekreuzt. Dann zieht ihr das jetzt hier, die Kosmetik auseinander. Und jetzt seht ihr, das hängt ja hier an der Kosmetik. Dann legt ihr das hier drüber und geht hier in diesen Zwischenraum. Zwischen dem Kord, das wir nach hinten gelegt haben, und unserem Steg quasi, also innen auf der Innenseite nach oben. Also wenn ihr auf der rechten Seite knotet, geht ihr links nach oben. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch, wieder auseinanderziehen über die grauen. Und wenn ihr links knotet, geht ihr rechts nach oben. Also immer an der Halsbandinnenseite. Es bleibt den ganzen Knoten über so, das könnt ihr euch dann merken. Genau. Und dann haben wir jetzt hier, das ist das, was wir zurückgelegt haben. Das ist das, was wir vorher geknotet haben. Das ist das, was wir jetzt geknotet haben. Und jetzt ziehen wir das Ganze vorsichtig fest. Also ich fange mal an, mit der Kosmetik locker festzuziehen. Dann den Rand. Dann die einzelnen Farben. Rosa und Grün, das sind jetzt die beiden, die wir vorhin gerade reingelegt haben, die lege ich jetzt einfach mittig. Und lege sie wieder nach oben weg, weil die müssen wir ja nicht anziehen. So, wieder die Kosmetik und den Rand. Hier hänge ich an der Schnalle. Und dann wieder die Farben. Jetzt, wenn ihr die Farben anzieht, gebt darauf acht, dass ihr die Farben nicht überkreuzt. Das heißt, dass ihr hier über Kreuz geht. Und wenn ihr das hier so hochhebt, dann könnt ihr auch gleich sehen, wie gleichmäßig habe ich angezogen. Nochmal die Kosmetik und den Rand und dann nochmal die Farben einzeln. Könnt ihr jetzt richtig festziehen. Das sind die beiden, die wir vorhin hochgelegt haben. So. Und wenn ich das jetzt hochlege, sieht das eigentlich hier schon sehr gut aus. Passt. So, wir legen unsere Farbcords jetzt wieder nach oben. Das auch dazu. Und fangen wieder an, unser Grundgerüst zu knoten mit unserer Kosmetikfarbe. Rechte Seite über das rechte Cord unter das linke.
hier drunter bleiben, über das Cord, unter das Cord und in der Schlaufe wieder nach oben. So, drüber, drunter, drunter bleiben, drüber, drunter, drüber. Dann wieder nach hinten legen und durch die Schlaufe hier wieder nach hinten. Hinten legen und durch die Schlaufe wieder zurück nach hinten. So, Farbkreuz wiederholen. Jetzt habe ich hier rosa und lila liegen. Die kreuze ich jetzt. So. Na. Dann lege ich die beiden, die ich jetzt vorhin hier gerade in die Mitte gestopft habe, die neuen Farben, lege ich nach oben. Dann nehme ich hier die anderen beiden Farben, die werden jetzt hier durchgezogen. Und rosa und lila, was wir gerade gekreuzt haben, kommt wieder hier nach außen wie in der ersten Runde. Und nicht vergessen, auf der Innenseite wieder raufkommen. Auseinanderziehen, auf der Innenseite wieder raufkommen. So sieht das Ganze jetzt aus. Also alles ist schön innen, wie ihr sehen könnt. Unser Rand und unsere Kosmetik. Und wieder vorsichtig anziehen. Erst locker, dann fester. So. Und wir schauen nach. Perfekt. Dann die Farbquartz. Wieder nach oben. Und wir bauen uns wieder unser Knotgerüst. Über das Cord, unter das Cord. Drunter bleiben, über das Cord, unter das Cord. Und hier durch die Schlaufe nach oben. Unsere 8. Dahinter bleiben, nach vorne legen, durch die Schlaufe nach hinten durchziehen. Hier auch, dahinter bleiben und durch die Schlaufe wieder nach hinten durchziehen. So, die Farbkreuz wiederholen. Jetzt werden die beiden hier gekreuzt. Achtet beim Kreuzen darauf, dass ihr immer... Also wenn die rechte Seite oben liegt, dass die auch beim nächsten Mal oben liegt. Also so, nicht so, weil sonst sieht es irgendwann dumm aus, sondern wirklich, dass ihr achtet, dass das hier schön so liegt. Ja, ihr wisst schon. Also und die Cords, die wir gerade in der Mitte haben, legen wir wieder hoch. Und die Cords, die wir gerade außen geflochten haben, flechten wir über die Mitte. Wieder beide innen hoch. Und jetzt die, was wir oben gekreuzt haben, wieder an den Rand. Nicht vergessen, wieder innen hoch. So, es ist eigentlich immer das Gleiche. Dann liegen sie wieder so und wir können wieder festziehen. So, die nächste Runde mache ich jetzt noch mal ganz langsam. So. Noch ein bisschen gleichmäßiger ziehen. Und unten passt es wunderbar. Farbkreuz wieder nach oben. So. Eine letzte Runde mache ich noch mit euch gemeinsam. Die machen wir jetzt noch mal langsam und dann könnt ihr selber bis runter flechten, bis zur Schlaufe und an der Schlaufe machen wir dann weiter. Also nochmal, wir machen unser Gerüst über die Führung, unter die Führung, drüber, drunter, durchziehen. Unter dem Cord bleiben, über die Führung, unter die Führung, und durch die Schlaufe wieder vorziehen.
dann der Rand, unterhalb bleiben, dann nach oben kommen und durch die Schlaufe wieder nach hinten durchziehen. Unten bleiben, durch die Schlaufe wieder nach hinten durchziehen. So, die Farbkreuz holen. Die Kreuz, die wir hier oben in der Mitte raus haben, werden einmal gekreuzt, Vorsicht, richtig kreuzen und auf die Seite gelegt. Die Farbkreuz, die wir hier in der Mitte haben, werden nach oben gelegt. Die Farbkreuz, die hier dazwischen sind, mit denen flechten wir jetzt über den Steg, kommen in der Mitte hoch mit beiden Kreuz und dann die Kreuz, die wir überkreuzt haben, kommt der eine nach rechts und innen hoch und der andere nach links und innen hoch. So, das Ganze wieder vorsichtig festziehen. Erst die Kosmetik und den Rand, dann die Farben. Wieder ordentlich machen, aufpassen. Fester, ordentlich, 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 ordentlich. Den Rand nochmal, Kosmetik nochmal, Rand nochmal, Kosmetik nochmal. Dann überprüfen. Hier können wir nochmal ein bisschen nachziehen. So. Und wir schon nach. Passt wunderbar. Das Ganze funktioniert jetzt immer wieder gleich. Die beiden, die hier oben rauskommen, werden überkreuzt, auf Seite gelegt. Die beiden, die in der Mitte liegen, werden nach oben gelegt. Und dann die beiden, die übrig bleiben, werden über den Steg in der Mitte geflochten und kommen beide innen hoch. Und dann die überkreuzten. Es ist immer das Gleiche, genau. So, das knotet ihr jetzt runter bis zur Schlaufe. Diese Schlaufe hier, die brauchen wir dann später, um unseren Halsumfang nochmal zu überprüfen, ob alles passt. An der können wir nochmal nachjustieren, ein bisschen weitermachen, ein bisschen enger machen. Und dann wird die mit eingeflochten, dann sieht man die auch überhaupt nicht mehr. Und dann wird bis runter geflochten und vernäht. Genau, also wir sehen uns dann hier wieder. Viel Spaß beim Knoten, bis dann. Ich bin jetzt unten an der Schlaufe. Und jetzt messe ich meinen Halsumfang nach. Dafür mache ich mein Halsband zu. Auf dem Loch, auf dem ich es später haben möchte. Und dann messt ihr das entweder innen mit dem Maßband oder wir haben im Shop so schöne Halsband-Messdinger. Die legt ihr quasi rein und dann dreht ihr es auf. Also ich will 45 haben. Das kommt super hin. Mit den 45. Ich werde noch eine Reihe, werde ich noch normal machen und dann werde ich meine Schlaufe mit einarbeiten. Jetzt spanne ich es nochmal auf meinen Tick und dann sehen wir uns wieder. Ich bin jetzt unten bei meiner Schlaufe angekommen und ihr solltet schauen, dass sie hier so locker drin liegt. Also nicht, dass ihr sie so hochziehen müsst, dass ich sie jetzt, also dann, wenn ich sie jetzt in eine Reihe vorher gemacht hätte, wäre es einfach zu knapp. Die soll sich dann wirklich schön hier an die Führungsstränge legen können. Genau, und jetzt zeige ich euch, wie man die einknotet, dass ihr legt sie schön auf hin und dann geht ihr mit eurem Führungskord durch die Schlaufe durch, wenn ihr euren Steg knotet und eure Acht. Also einfach ganz normal mit einflechten und dann auch hier ganz normal den Rand. Der muss jetzt auch mit in die Schlaufe rein. So, und auf der anderen Seite auch. Und wenn wir jetzt unsere Farben legen, müssen die auch hier mit über die Schlaufe. Also habt ihr jetzt hier drei Kords statt zwei. Wir schauen. Einmal über Kreuz, die mittleren beiden hoch und die anderen beiden bleiben unten. Ich mache das jetzt ein bisschen raffinierter. Also ihr knotet einfach dann ganz normal weiter.
So, dann ziehen wir wieder an. So, und dann sieht man die Schlaufe auch nicht mehr. Jetzt ist sie hier oben mit quasi eingeknotet. Dann werden noch zwei oder drei Reihen hinpassen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir gleich ein bisschen schmaler werden. Dann haben wir die beiden kurz aus der Mitte und die beiden unteren. Also ich ziehe jetzt hier auch schon mal viel fester an, damit ich langsam spitz werde, so wie am Anfang. So, und die letzte Reihe, ich lasse jetzt die hier, lasse ich gleich hier oben weg. Die interessieren mich jetzt gar nicht. Die werden dann später nach hinten vernäht. So, dann noch den Rand. Es wird schon sehr eng hier. Und ich schiebe euch mal ein bisschen höher. Quatsch, die oberen müssen wir schon mitnehmen. Die oberen schon, aber wir lassen die hier ganz weg. Und die hier, die zwei stecken wir auch gleich nach unten. Die habe ich jetzt einfach nach unten weggezogen. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Also die habe ich einfach jetzt hier unten durchgefädelt und da bleiben sie jetzt auch. Ziehe die noch ein bisschen an, dass die auch schön wegbleiben. Eventuell denke ich, werde ich die dann sogar noch aufmachen. Das ist immer ganz individuell, wie ich das dann mache. So, das sind jetzt die beiden, die gekreuzt sind. Dann machen wir jetzt hier noch die rein. Und die beiden gekreuzten außen lang. Wobei ich denke, dass ich die nach draußen lasse. Weil wir wollen ja spitz werden. Die stecken wir dann auch einfach nach hinten. Jetzt ziehen wir das erstmal zu und dann können wir das mit der Nadel machen. Schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Der hier muss innen raus. Ich den jetzt ziehe. Wie mir das jetzt aussieht. Ja, so kommen wir schön spitz hin. Also so spitz werden wir es dann zunähen. Wir müssen dann die Führungskord quasi in die Ankerknoten mit rein nähen, dass das auch so schön spitzig bleibt. So, wir holen das jetzt mal vom Schick runter. Und jetzt können wir das Vernähen anfangen quasi.
Also ich zeige euch jetzt, wie ihr die Cords ordentlich nach hinten legt. Und dann zum Vernähen gibt es dann noch ein extra Video. Dafür lege ich euch wieder die Infokarte hier oben rein. Genau, so. Also, wir machen jetzt die beiden Führungsstränge im Ankerknoten fest. Dafür dreht ihr das Cord auf eure Nadel. Und dann steche ich jetzt hier rein in die Schlaufe des Ankerknoten, damit das nicht abhauen kann. So. Und dann können wir den gleich hinten vernähen, weil aus der Führung dürfen wir die Seelen eh nicht rausziehen. Das heißt, wir können jetzt hier in die Randfarbe, Entschuldigung, können wir hier ein paar Striche rein vernähen, ohne dass man es groß sieht. So, das reicht. Dann die andere Seite. Auch hier wieder spitz anschmelzen. Und dann hier wieder in den Ankerknoten rein. Und nach hinten und nach hier dasselbe Spiel können wir gleich vernähen. So, jetzt, wenn wir schon mal hier hinten sind, möchte ich euch noch die Rückseite zeigen. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sieht eure Rückseite so aus. Da liegen die Cords sauber nebeneinander und es ist nichts verdreht. Fast so schön wie vorne. So. Dann haben wir das, dann haben wir das. Dann haben wir die beiden hier, die lassen wir noch da. Und die beiden hier, die ziehen wir nach hinten. Da wir die jetzt aber schon hier einmal rum haben, machen wir das jetzt hier einfach wieder hoch. So, dass sie quasi hinten liegen, aber vorne trotzdem noch um die Kosmetik sind. Ja. Muss ich abschneiden. Dann kann ich es besser durchziehen. Also die beiden werden jetzt einfach auch nach hinten vernäht, aber da werden dann erst die Seelen gezogen und dann könnt ihr die hier rein vernähen. Und die beiden hier überkreuzt ihr und macht daraus noch einen dritten Fake-Ankerknoten, dass es eigentlich so aussieht wie hier oben dann. Also ich stecke es einmal nach hinten durch. Seht zu, dass ihr das vielleicht gleich wieder so hindreht von der Reihenfolge, dass es schön ausschaut. Also es wäre dann quasi türkis wäre jetzt auf der Seite. Dann mache ich hier schnell meine Nadel drauf. Steche hier ein. Also ich gehe über beide Cords drüber. Steche hier ein. Ziehe es einmal durch. Und jetzt bin ich hier vorne hier und dann steche ich, gehe ich hier über die beiden Cords und steche wieder nach hinten. Und dass mir das jetzt nicht abhaut, gehe ich auch hier noch einmal durch die Rosa durch, dass die schön liegen bleibt. Na. So, also ich bin jetzt hier noch einmal durch die Rosa durchgegangen. Und dann könnt ihr das Ganze festziehen. So. Jetzt auch hier wieder die Seelen ziehen und dann nach hinten vernähen. Genau dasselbe noch bei den Randfarben. Aber wie gesagt, das seht ihr dann in unserem extra Video, wie es vernähen richtig geht. So, und dann haben wir ihn auch schon fertig. Ich vernähe den jetzt noch gar und dann kriegt ihr Balu
sein neues schickes Halsband. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr auch keine Anleitung verpasst. Außerdem findet ihr mich auf YouTube und Facebook. Da gibt es auch immer ganz tolle Angebote aus unserem Paracord-Shop. Den findet ihr unter www.verknüpftumzugeknotet.shop. Da kriegt ihr eigentlich alles, was ihr zum Knoten braucht, von der Schere bis zur Nadel übers Cord. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.